Trotz allem an Sie, Herr Landrat, nochmal eine kritische Nachfrage und auch eine etwas unpopuläre Nachfrage. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben mal bei einer Tafel gearbeitet. Und mir als Kind der Landwirtschaft blutet wirklich das Herz, wenn in Deutschland ja nachweisbar die Lebensmittel so günstig angeboten werden wie in ganz Europa nicht. Und mir ist der Wert der Tafeln einfach zu hoch angesetzt. Es erschließt sich mir nicht, dass das, was sowieso schon so günstig ist, nochmal an Wert verliert, dadurch, dass man es an Tafeln dann auch nochmal günstiger weggibt. Tafeln haben schon einen Wert, aber nicht unbedingt für Lebensmittel. Man sollte das auf andere Gebiete ausweiten, aber der Wert der Lebensmittel sinkt dadurch, dass man sie nochmal günstiger weggibt, als unbedingt sein muss. Das wäre im Prinzip mein Ansatz. Also in anderen Bereichen ist das...